Und Reh. So, die Tools ist hier gerade reingefallen. Die gehen einfach mal hinterher. Bist du immer noch hier? Du bist ja schlimmer als eine Klette. Ich bin okay. Schon seit ich eine kleine Zora-Prinzessin war, laufe ich hier wieder... Was? Hin und wieder in... Die läuft hier immer rum, ey, wie behindert. Lord Yabu-Yabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrische, geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein. Aber egal, es geht dich gar nichts an, egal. Du, verschwinde, kapiert? Okay. Hallo, ich will wegmachen. Okay, wo geht's denn lang? Tempelmap haben wir wahrscheinlich noch gar nicht. Nö. Gehen wir aber mal hier lang. Blabber. Die Bubbles können wir leider nicht irgendwie killen. Doch mit dem Schwert, glaube ich, oder? Aber die machen Damage, die sind doof. Hier kommen wir lang, wenn wir diesen Schalter drücken, kommen wir weiter. Können wir hier hoch und dann den Weg entlang. Hoffe ich doch. Ja. Und dann von hier aus rechts lang. Oh, was bist du denn für eine Blubbel? Ich mag das Geräusch. Die Membran zieht sich zurück und wir können da lang. Aber hey, was kann man dagegen nur tun? Nichts. Was sollte mir hier ein Deko verkaufen? Vor allem, ich kann ihn eh nicht killen. Ich habe kein Schild. Schwimme wieder weg. Okay, dann war die Richtung hier absolut falsch sowieso. Ich brauche Deko-Kerne, verdammt. Da brauche ich nicht, aber... Ich habe kein Schild. Wahrscheinlich hätte der Deko-Kerne verkauft. Was ist eigentlich da oben? Der greift uns nicht an. Goldene Skulpturen sind eigentlich nett. Eine Fee. Oh, die kann ich einfangen. Nein, fang die Fee ein. Fang die Fee. Du bist doch ein Hurensohn-Controller, Alter. Das kann doch nicht angehen. Jetzt funktioniert er auf Anhieb. Leck mich doch. Lol. Na schön, haben wir eben keine Fee, was soll's. Wenn der letzte Boss extrem scheiße ist von hier. So, die Tuse ist noch da. Dann gehen wir aber mal hier lang. Da können wir übrigens auch hochklettern. An diesem gelben Scheißzeug an der Seite. Der Block ist blöd. Gibt es überhaupt was auf der anderen Seite? Autsch. Das ist dumm. Also hier gibt's auch nichts. Anscheinend müssen wir wieder erstmal hochgehen. Oder nochmal mit der Frau reden. Gehen wir erstmal hier wieder hoch. Also wie gesagt, von allen Tempeln ist dieser hier mein absoluter Hasstempel. Nicht weil er sonderbar schwer ist oder so. Erstmal die Atmosphäre. Zweitens finde ich ihn doch schon irgendwie schwer. Und drittens, es ist einfach absolut eklig hier. Und verwirrend. Jeder Raum sieht aus wie der andere.
und kann sich nicht irgendwie an irgendwelche Räume erinnern. Und die einfach alle gleich aussehen. Ja, schön. Gehen wir erstmal durch die Mitte durch. Das Item, was wir in diesem Tempel hier bekommen, ist... Autsch. Übrigens, der Boomerang. Ja. Oh Mann, das kann mich angehen. Ich möchte nicht anvisieren. Ach, verdammt. Kommen wir nicht weiter. Vorsicht, Maler, dieser rote, schleimige Ding ist ein voller elektrischer Energie. Ja, bist du mir Latte. Autsch. Alter, ich gehe noch Game Over hier, wenn es so weitergeht. Ach, die kann man ja gar nicht killen, so. Braucht man den Boomerang für? Gott, ich gehe hier noch drauf. Mit dem Angesehen ist echt behindert. In den Raum kann ich immer rein. In denen nicht. Gelbe Schalter sind gedrückt, wenn man sie drückt. Der Schalter sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen. Da du allein so leicht bist. Ach, fick dich doch. Anscheinend muss ich Rudo irgendwie überreden, dass sie mitkommt. Aber wie? Oh mein Gott, ist das einfach nur unfair. Gut, mein erstes Game Over im dritten Tempel, wenn man klein ist. Schön. Man fange ich am Anfang an. Oder? Ja. Gut, dann rushen wir durch. Nochmal das Ganze, ist kein Problem, das geht sau schnell. La 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 la. Ihr seid alle hässlich, oh ja. Bubbles geben Herzen, merken. Alles klar. Ich mach dann den ganzen Shit nochmal hier. Vielleicht können wir mit der Kiste... Nein, können wir nicht. Die Kisten sind zwar schwer, aber nicht so schwer, dass wir sie gut benutzen könnten. Plonk. Kohle. Weiter. Die Frau ist hier reingefallen. Hier, in dieses Loch. Plump. Da wären Skulptula, da können wir sowieso noch nicht hin. Oh Gott. So. Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Dann werde ich dir eben eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen. Ach übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ich mein's ernst. Super. Jetzt dürfen wir noch Transportdienst machen. Schön, wir können nicht mit dir klettern, das heißt, wir müssen irgendwo lang gehen. Wahrscheinlich hier nicht. Ist doch klar. Oh Gott. Aber ich weiß nicht, ob wir von hier hochkommen, deshalb... Ja, ich glaube aber... Schwierig, schwierig. Ich glaube, da gab es nur irgendwelche Munition, deswegen gehen wir mal wieder hier lang. Komme ich aber auch nicht mehr hoch, oder? Ich kann sie hochwerfen. Gut, dann bin ich schon falsch gegangen. Tolle Wurst. Und wieder klettern wir die Wand hoch. Das ist doch ziemlich toll. Nein, ist es nicht. Dieses Spiel regt mich jetzt schon auf. Warum weiß ich, dass nach diesem Tempel ja nicht ein viel besserer kommt? Die Tempel danach sind alle absolut machbar und mache ich gerne. Feuertempel einfach. Der Wassertempel danach auch einfach, wenn man weiß, wie es geht. Dann der Schattentempel einfach. Wüstentempel einfach. Gandorfspur einfach. Der Tempel kacke. Vor allem fallen hier immer welche blöden Quallenpenner vom Decken. Das ist aber nur dämlich. Halt die Fresse. Yuko nervt nicht.
Ist in dem Raum überhaupt weiter? Ach ja, stimmt. Doch schon. Da ist ein Teleporter, dafür war der Raum. Wo ist denn jetzt die Frau hin, Alter? Hätte ich sie erst hochwerfen müssen, oder wie? Los, warum? Oh, bitte spawn hinter dieser Tür, das wäre so viel einfacher. Spawn, bitte spawn. Fuck. Super. Dann haben wir es geklärt. Wir kommen von hier wieder hoch, und zwar mit Yuto. Weil das ein Fahrstuhl so eine Art. Und den können wir nun mal gut benutzen, da wir nicht klettern können. Ja, das war's eigentlich. Gut, sie spawnt nicht neu, das heißt, wir müssen ins Wasser sie hochwerfen, dann das Wasser steigen und selber hochschwimmen. Und natürlich habe ich da nicht dran gedacht, weil es einfach nur doof ist. So nur Kleinigkeiten. Ich meine, früher war das ja immer ganz nett, aber meine Spielgeneration, die möchte einfach immer weiterkommen und nicht zurückgehauen werden, weil es ist einfach nervig, doof und